herzlich willkommen zu diesem heutigen Online-Fall. Es geht um einen 86-jährigen Bewohner einer Pflegeeinrichtung. Der Pflegekraft in der Spätschicht war aufgefallen, dass nachdem sie 2 Tage nicht im Haus gewesen ist, es diesem Bewohner außerordentlich schlecht ging. Die Veränderung war für sie so entscheidend und signifikant, dass sie nachfragte, was gewesen ist. Man erzählt ihr, dass vor 2 Tagen, kurz nachdem sie gegangen war, das erste Mal Blutbeimengung beim Stuhlgang aufgefallen war. Man habe dann die letzten beiden Tage versucht, den Hausarzt zu erreichen. Der Hausarzt ist in Urlaub. Die Vertretung habe man letztendlich erreicht. Die hat gemeint, man möge es weiter beobachten und dann wieder Rückmeldung geben. Als die Pflegefachkraft jetzt die Nachmittagsschicht begonnen hat und diesen Bewohner gesehen hat, fiel ihr als allererstes der allgemeine Verfall dieses Menschen auf. Er hatte eine massive Atemnot und für sie war es eine so rapide und deutliche Verschlechterung des Befundes, dass sie die Notwendigkeit sah, dass eine ärztliche Kontrolle stattfindet. Ihre spätere konkrete Aussage zu mir war, hier wollte ich mich in jedem Fall rückversichern, ob der Mensch in diesem Zustand die Nacht über verbleiben kann. Die Leitstelle, die mir den Auftrag gegeben hat, erzählte von der Atemnot, von der Situation der Pflegekraft und im Telefonat mit der Pflegekraft wurde sehr schnell deutlich, dass diese Mitarbeiterin sehr, sehr qualifizierte Aussagen zur Situation machen konnte. Sie hat sowohl die zunehmende Atemnot beschrieben, als auch die Stuhlbeimengung, die nicht als hellrotes Blut dominieren, sondern die eher als Beimengungen im Stuhlgang sind. Ausdrücklich hat sie auch betont, dass es kein schwarzer Stuhl ist, wie man ihn möglicherweise bei bestimmten Arten der Blutungen im Magen-Darm-Trakt erwarten könnte. Unter 2 Liter Sauerstoff hatte letztendlich der Bewohner trotzdem nur eine Sauerstoffsättigung von 73%, jedoch nicht sicher auszuwerten bei unklarer Durchblutung der Finger. Bei der weiteren Untersuchung fiel ein massiv geblähtes Abdomen auf, ein schon fast kugelartig aufgetriebener Bauch. Die Palpation ergab kein fluktuierendes Gefühl, gleichzeitig aber doch ein sehr hohles Klingen vom Bauchraum. Beim Abhören fanden sich sehr helle Darmgeräusche, fast klingende Darmgeräusche. Und damit habe ich jetzt schon einige Spezialbegriffe verwendet, die ihr in der Pflege nicht so kennt, die primär der ärztlichen Untersuchung vorbehalten sind und die ich heute aber nicht aufklären werde, sondern erst bei der Fallbesprechung am Montag weiterführe. Die Vitalwerte ansonsten waren unauffällig. Auf Befragen war für den Menschen selber im Vordergrund die Atemnot, wobei er sagte, wenn er sich nicht wirklich bewegt, er ist selber mobil und geht selbstständig auf Toilette, wenn er sich also nicht selbstständig bewegt, dann wäre es eigentlich ganz erträglich. Ich habe mit dem Bewohner mich einfach noch verständigt, wie es denn aus seiner Sicht ist, ob er ins Krankenhaus möchte, wissen, dass er vor kurzem im Krankenhaus war. Es sei im Moment doch ein sehr unklarer Befund und er seinerseits meinte, naja, wenn es dann wieder sein muss, dann geht er wieder ins Krankenhaus. Im Stationszimmer habe ich mir den Entlassbrief aus dem Krankenhaus angeschaut und hier finden sich sehr viele Diagnosen, die ich euch in diesem Fall tatsächlich alle aufgelistet in die Fallbeschreibung setze, einschließlich der ziemlich umfangreichen Medikation. Das ist die Ausgangssituation und es gilt wie immer anhand der Arbeitsbögen sich anzuschauen, was ist die konkrete Situation, wie kann man sich die Dinge erklären. Und hier hätte ich sehr gezielt die Nachfrage des Blutes im Stuhl, sehr gezielte Nachfrage des aufgetriebenen Bauches mit dieser Symptomatik. Gibt es dafür eine Erklärung? Und dritte Frage wäre natürlich, wie können wir die Atemnot erklären? Und in welchem Zusammenhang steht das Ganze vielleicht alles zusammen? Dann natürlich die Frage nach einer möglichen Gefährdung. Und es liegt jetzt an uns zu entscheiden, gibt es hier eine sofortige, notfallmäßige Versorgung, eine dringliche Versorgung noch im Laufe der Nacht? Oder kann man die Sache in den normalen Regelbetrieb einer Abklärung am nächsten Tag einfädeln? Ja, das ist der heutige Fall. Ich denke, alle Zusammenhänge könnt ihr euch erst erschließen, wenn ihr euch wirklich die Fallbeschreibung anschaut. Ihr findet den Link dazu unten im Kommentar. Ich wünsche euch viel Spaß, bin wirklich gespannt auf eure Antworten. Enjoy life! Have a good time und wir sehen uns.